Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den schönen Pferdestall angeschaut. Vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Eigentlich hatten wir vor, die Bullenzucht uns anzuschauen, aber die Kälber brauchen noch ein bisschen. Deswegen schauen wir uns heute mal etwas ganz anderes an. Und zwar das neue Kühllager, was wir haben. Und wir werden Spanferkel produzieren. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was vorbereitet, um das Ganze gleich in unser Lager zu packen. Ich fahre jetzt gerade mal ein bisschen Milch hier rüber zu unserem jeweiligen, zu unserer Käserei. Ich glaube, es sollte ausreichen. Sehr schön. Dann füllen wir noch ein bisschen Ziegenmilch hier ein. Und dann werden wir das Kühlhaus nachher in Betrieb nehmen. In der Zeit, wo das Ganze dann gleich schon wieder hier anläuft, können wir das hier auch direkt drauf machen. Ich glaube, ich kann Ziegenmilch hier, vielleicht hier vorne am Trigger, wir müssen mal gucken, wo wir es aufladen können. Können wir es hier am Trigger aufladen? Leider nicht. Verdammt, da müssen wir die Ziegenmilch manuell rüberfahren. Ist aber nicht schlimm, denn wir fahren jetzt erstmal, ich gehe mal kurz hier zu unserem Gartor. So. Oh, da haben wir schon wieder ein paar Kälber. Oh, da müssen wir uns auch wieder drum kümmern. Ich mache mal kurz das Gatter zu. Nämlich, wir haben jetzt hier bereits schon ein paar Kälber drin. Ne? Das eine Kalb schläft, glaube ich, hier, soweit ich weiß. Die produzieren auch fleißig oder wachsen dann auch zu richtigen Kühen an. Hier haben wir die männlichen, ne? Die männlichen Boxen, die wir auch bei der Bullenzucht haben. Da kommen dann die anderen drei Kälber dann auch rein. Das müssen wir aber noch ein bisschen warten, weil die noch nicht 100% gewachsen sind. Und das werden wir dann auch nochmal machen. So, wir fahren jetzt allerdings erstmal zu unserer Ferkelaufzucht, denn was wir auch neu herstellen können in der 1.0.0.8 Beta 1, wo wir unterwegs sind, die noch nicht verfügbar ist für alle. Es gibt einen internen Test, ne? Da können wir uns das anschauen. Diese Version, ich weiß, ihr fragt jedes Mal, wann die rauskommt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ne? Sie kommt raus, wenn sie fertig ist. Es gibt nur ein paar kleine Fehlerchen, die dann noch nach und nach gefixt sind oder gefixt werden. Und sobald das Ganze dann auch ready ist, dann, ach komm, wir machen es einfach auf, dann wird die auch veröffentlicht. Ne? Einfach auf LSFM-Seite vorbeischauen und da bekommt ihr da die Infos. So, wir haben ja hier die Abferkelei hier am Start. Ah, wir können das eigentlich auch mal auflassen. Und hier ist es so, guck mal, wir haben schon ganz, ganz viele süße Ferkel, ne? Guckt euch die mal an. Und dieser Genosse hier, der ist zwar noch nicht zu 100% ausgewachsen, ist aber nicht schlimm. Den können wir mal mitnehmen. Und dieses Ferkel werden wir jetzt zum Spanferkel verarbeiten. So, Leute, das war jetzt natürlich nicht sehr gut. Das war auch nicht meine Absicht, dieses Ferkel jetzt hier rumzuschmeißen. Ja. Große Sorry dafür. Einmal an das Ferkel und auch an die Zuschauer hier, die jetzt vielleicht ein wenig verstört geguckt haben. Das war keine Absicht. So, wir können das Ferkel jetzt hier hinten platzieren. Wir machen das mal fest. Ich hoffe, es rutscht jetzt nicht rum. Und damit fahren wir jetzt zur Metzgerei. Nee, es rutscht nicht rum. Sehr gut. Ja, und damit können wir jetzt nämlich Spanferkel produzieren. Das ist echt eine coole Sache. Dann werden wir gleich das Kühlhaus so ein bisschen einräumen. Und zum Ende der Folge werden wir dann den Spanferkel holen. Ich weiß nicht, wie schnell das oder wie lange das braucht, bis es dann verarbeitet ist. Ja, und dieses Ferkel werden wir jetzt verarbeiten zu Spanferkel. Lecker, lecker. Ne, der andere wird sagen, oh nein, wie kannst du diese kleinen süßen Ferkelchen zu Spanferkel verarbeiten? Ja, also diese kleinen Ferkelchen in der Abferkelei sind wirklich nur für die Produktion von Spanferkel auf jeden Fall notwendig. Die werden nicht zu ausgewachsenen Schweinen. Bei den Kühen ist das was anderes. Das, ja, schön. Da wurden wir ja geblitzt. 17 Euro für zu schnelles Fahren. Das werde ich dann in der nächsten Folge zeigen. Und bald ist es auch soweit, nämlich bald kommt die XXL Folge 300 raus, wo wir dann das Feld Nummer 12 dann runterholen werden. Das wird eine aufwendige Folge. Es kann sein, dass zwischen Folge 199 und 300, ja, vielleicht mal eine kurze Lücke ist. Vielleicht packe ich dann da die Untergriesbach rein, weil ich muss das Ganze natürlich vorbereiten, schneiden, ein bisschen Musik drunter legen und das für euch anschaulich machen. Und auch spektakulär. Und das wird es definitiv werden. So, da sind wir hier bei der Metzgerei. Nämlich hier können wir das verarbeiten. Dann zeige ich euch auch nochmal, oder erkläre ich nochmal kurz, was denn hier auch bei der jeweiligen Metzgerei neu ist. Also, wir können natürlich Tiere hier ranfahren. Ne? Also, Schaf, Schafsbock, Ziege, Huhn, Ente, Schwein und Zuchtschwein. Das Neue ist, dass wenn wir hier Tiere ranfahren, dass die in Kilogramm
angegeben werden. Das heißt, ein Schaf hat natürlich mehr Kilogramm als ein Huhn und eine Ente. Ein Schwein hat natürlich weniger Kilogramm als ein Zuchtschwein, weil das viel, viel dicker ist. Ne? Und was wir auch machen können, hier kommen Spanferkel rein. Guck mal, angelieferte Ferkel und 8 Stück werden daraus produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wachstumsstufe jetzt hier für das Spanferkel schon ausreicht. So. Ach, guck mal, wie es mich süß anguckt. Mach mich zu keinem Spanferkel. So, und das kommt dann hier rein. Fupp. Und dann wird das Ganze produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob der 100% braucht, bis er dann hier ein komplettes Spanferkel dann auch dort drin hat. Das dauert halt ein bisschen, bis das verarbeitet ist. Vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Ich lasse das Fahrzeug jetzt einfach mal hier stehen und würde mich jetzt zurück in die Käserei begeben. Und dann werden wir jetzt gleich das Lager so ein bisschen einräumen, beziehungsweise, ich mache mal hier, ich brauche ein bisschen Lab noch. Das könnt ihr auch kaufen. So, das befördern wir jetzt mal hier rein. Bedeutet, wir können jetzt hier gleich wieder das Ganze anschmeißen. Jo, auf geht's. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen was reinpacken. Ich fülle mal ein bisschen Milch ab hier in diese Milchbehälter. Die könnt ihr euch auch kaufen. Da passen 120 Liter rein. Und die können wir dann auch gleich auch alles im Kühlhaus einlagern. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Das wird jetzt noch nicht pralle gefüllt sein, das Lagerhaus oder Kühlhaus. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine echt coole Sache. Und das gucken wir uns jetzt gleich an. So, ich mache den ganzen Spaß hier mal fest. So, Zurgurte dran. Ne? Wer sich jetzt fragt, was ist das für ein Fahrzeug? Das kommt auch mit der neuen Hof Bergmann. Das ist ja aus dem LSFM Ausrüstungspack. Auch der Milchtank, den ich vorhin verwendet habe. Die sind auch mit dabei. Da gibt es so ein Reparaturteil. Die anderen Sachen kennt ihr ja bereits schon. Dann fahren wir mal rüber hier ins Lager und werden den Käse einlagern. Jetzt werden sich viele wieder fragen, hä? Käse einlagern? Das machst du doch hier in den Regalen. Ja, wir können das in den Regalen packen. Ja, das ist richtig. Und wenn das Teil hier so ein bisschen zu voll ist, dann kippen wir damit auch um. Weil Käse ist nämlich auch ganz schön schwer. Ich glaube, das Gewicht ist... Das ist keine gute Idee, oder? Ich glaube, ein bisschen Übergewicht. Also wir sollten vielleicht ein bisschen weniger Käse da reinpacken, ne? Das wäre vielleicht... Das ist der gute Käse, Leute. Der liegt ein bisschen schwerer im Magen. Aber wir müssen, glaube ich, langsamer laufen. Ja. Ne? Andere würden es jetzt rausschneiden. Ich lasse es einfach drin. Ist ja nicht schlimm. Wir müssen halt ein bisschen langsamer laufen. Vielleicht nicht so schnell. Und hier haben wir jetzt ein Kühllager. So, dieses Kühllager hier können wir öffnen. Nicht rauchen, ne? Ganz wichtig. Und dann machen wir mal Licht an. Hupp. Können wir hier verschiedenste Sachen einlagern. Wie zum Beispiel Spanferkel, was wir gerade herstellen. Dann Ziegenkäse, Milch, aber nur in diesen Dingern hier. Eier, also Eierkartons. Die holen wir gleich auch noch. Fleisch, Käse und so weiter. Ne, das heißt, das können wir hier alles einlagern. Und ich fahre jetzt mal mit dem Käse hier rein, in der Hoffnung, dass er das Ganze dann auch einlagert. Yep. Also, macht nicht so viele Käseleibe hier rein. Ne? Also, ihr könnt das Teil auch tragen. Das ist kein Problem. Das geht. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie starken Bauern aktiv. Das funktioniert auch so. So, jetzt müssen wir mal kurz auf den Lagerplan gucken hier. Käse ist hier vorne. Okay. Kann ich da vielleicht einfach ranfahren und das Ganze dann, dass das direkt hier reingeht? Nein, geht es nicht. Wir müssen es wahrscheinlich lösen und händisch jetzt hier rein befördern. Oder auch nicht. So, ah! Kommt der Käse hin? Ach so, der Trigger ist hier vorne. Wir können aber da mal reinfahren. Warte. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht wieder umkippen. Ah, guck mal, da könnt ihr direkt ranfahren. Da wird das Käse hier, oder der Käse hier, das Käse ist auch geil, der Käse hier eingelagert. Eine sehr coole Sache. Und so haben wir noch mehr Lagerkapazitäten und die Objekte tauchen nicht mehr auf der Map auf. Und das sorgt halt auf jeden Fall auch für bessere Performance. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, aber das geht doch auch schon mit dem Käse in dem, in der Käserei direkt. Ja, das ist auch richtig. Aber ich finde das jetzt hier schöner, um euch dann auch mal hier dieses schöne, ja, Lagerhaus, Kühlhaus, was man auf jeden Fall, wenn man rausgehen sollte, immer schließen sollte, dann auch mal so ein bisschen zu präsentieren. So, jetzt können wir natürlich die jeweiligen Milchkännchen da auch noch drauf packen. Das sind natürlich schon ein paar Kilogramm, ne?
Da schlägt dann natürlich auch die LS-Physik wieder zu. So, die frische Milch können wir auch einlagern. Mit L könnt ihr natürlich, wie ihr es auch schon kennt, das Ganze dann mal machen. Ich mache das jetzt mal mit 3. Das sollte ausreichen. Dann werden wir die Milch jetzt hier auch nochmal einlagern. So, hier müssen wir aufpassen. Hier ist so eine kleine Kante. So, also mit 3 Milchkannen geht es auf jeden Fall besser. Ich möchte es jetzt noch nicht beschreien, aber es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir da hin müssen. So, Milch kommt hier rechts, oder? Ist das korrekt? Müsste. Oder auf den Tisch. Ja, auf den Tisch werden die Sachen wahrscheinlich ausgelagert. Hm. So, wir nehmen mal eine Milchkanne in die Hand und testen das mal aus hier, wo hier der Trigger ist. Ah, hier ist der Trigger für die Milch. Die werden dann zwar optisch angezeigt, aber die sind dann eingelagert, ne? So, da haben wir jetzt hier die schöne Milch schon mal drin. Dann holen wir jetzt noch ein bisschen Ziegenkäse. Spanferkel haben wir auch noch. Wir können auch gleich noch die Eier aus dem Hühnerstall holen. Das sind auch coole Sachen. Ja, mal gucken, ob die Spanferkel dann fertig sind. Ich bezweifle mal, dass wir das Spanferkel soweit voll bekommen, dass das auch klappt. Weil meiner Meinung nach müsste das, glaube ich, es dauert, glaube ich, eine Ewigkeit, bis das, glaube ich, produziert wurde. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber kann natürlich durchaus sein. So, fahren wir ein Stück vor hier. Das Wägelchen ist halt sehr gut, aber ihr dürft, wie vorhin gesehen, halt nicht übertreiben, ne, mit dem Auffüllen hier, ne. Da solltet ihr auf jeden Fall Obacht geben. Ich mache jetzt mal so 4 Käse-Laibe hier drauf. Können wir da noch eins zwischenpacken? Nee. Ja, komm. Einer geht noch. Dann machen wir das Ganze mit L wieder einmal fest und laufen dann jetzt rüber. Wenn einmal den Ziegenkäse einlagern und dann auch noch die Milch. Dann holen wir noch den restlichen Käse hier, der wieder zu schwer ist. Ich habe echt aktuell kein Glück hier mit dem Ding, ne? Also, Leute, 3 Käse. 3-mal Käse ist vollkommen ausreichend. Ansonsten, ihr seht schon, das Teil kippt um. Super. Ach, ist das wieder belastend hier. So, wir kommen zum Physik-Simulator. So, wir versuchen nochmal unser Glück. Wir werden jetzt mal langsam laufen. In der Hoffnung, dass es nicht umkippt. Es wird gleich wieder umkippen. Ich bin da fest von überzeugt. Mann. Man muss vielleicht ein bisschen mit Fingerspitzengefühl das Ganze machen, ne? Ja, man darf nicht zu schnell. Also 10 km/h ist zu schnell. Wenn man das langsam macht, dann scheint es besser zu laufen. So, die Milch ist weg. Und da kommt der Käse rein. Bedeutet, wir haben jetzt hier so ein richtig schönes Lager mittlerweile schon. Oder Kühlhaus, wie es ja richtig, glaube ich, von der Bezeichnung heißt. So, jetzt müssen wir mal wieder ausparken hier. Laufen wir mal rückwärts. Da kommen wir nämlich raus hier. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dieses Lager. Hat irgendwie was. Das schicke Kühlhaus hier. So. Dann holen wir nochmal die 3 Käseleibe. Werden noch ein paar Eierkartons holen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel die Eierkartons wiegen. Ich habe natürlich jetzt noch nicht alles voll gemacht. Mein Spielstand habe ich natürlich auch wieder neu angelegt, wie es in jeder Version ist. Ne? Das heißt, in jeder neuen großen Version muss man immer einen neuen Spielstand anlegen, weil da auch das wieder die Frage ist, muss ich einen neuen machen? Also wenn ihr eine neue Version spielen wollt, wenn ihr dann draußen ist, braucht ihr einen neuen Spielstand. Jupp. Steht auch alles in deinem ausführlichen PDF mit dabei. So. Machen wir es immer wieder fest. Und lagern das dann auch ein. Und werden jetzt gleich dann rübergehen zu den Hühnern. Werden dort so 3-4 Eierkartons transportieren. Man sollte hier auf jeden Fall langsam rausfahren, weil Achtung Kante. Vielleicht ist er auch deswegen umgekippt, ne? Weil er da so ein bisschen ins Straucheln kam. Man kann ja auch relativ zügig fahren, aber wenn das Teil halt voll beladen ist, dann sollte man das eher ein wenig entspannter machen. So, wir haben Käse, Ziegenkäse, wir haben Milch drin. Zeit, sich um die Hühnereier zu kümmern. Nehmen wir mal kurz hier einmal wieder rückwärts raus.
Ihr könnt das natürlich auch mit Gartor hier reinfahren, ne? Für die, die wieder sagen, oh nee, das ist jetzt aber, das ist ja Arbeit. Ja, ist richtig. Ich mag Micromanagement, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Und ich finde, das ist eine der schönsten Maps immer noch nach wie vor. Alex kommt morgen auch eine schöne Map raus. Und zwar eine Italia-Map von EDO Modding, glaube ich, heißen die. Ist sehr schön gestaltet. Da werden wir auch mal reingucken. Und uns das Ganze mal anschauen. So, ich laufe jetzt erstmal hier zu unserem Hühnerstall rüber. Ne? Jeder Gang macht schlank. Und deswegen laufen wir jetzt darüber. Auch die Laufanimation finde ich cool. Ihr könnt natürlich auch hier auch in der Ego-Perspektive laufen. Das Blöde ist, dann sieht man keine Arme. Wenn man das jetzt hier so macht, dann sieht das auch recht cool aus. Aber ich finde hier den Walking Man auf jeden Fall immer noch am besten. So. Das Tolle ist, wir können mittlerweile überall hier rein. Beim letzten Mal haben wir uns ja um die Pferde gekümmert hier. Denen geht es auch sehr gut. In der Box. Beim Brot habt ihr geschrieben. Es wäre cool, wenn man irgendwie die noch ein bisschen anders einlagern könnte. Ja, gut. Es gibt ja auch die Europaletten. Da hatte ich, glaube ich, sogar schon als Kommentar beantwortet, dass es die gibt. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, dann alles so zu machen. Ach, guck mal hier. Ich hatte noch gar nicht... Steht der Mist vom letzten Mal, Leute. Oh Mann, ich hab's vergessen. Ach, machen wir später. So, wir gehen mal wieder ran hier. Dann holen wir mal die Eier. Und da gucken wir gleich mal, vielleicht ist das Spanferkel ja schon fertig. Aber ich denke nicht, weil wir nicht 100% hatten. Ich glaube, man braucht 100% bei den Spanferkeln. Deswegen... Oh, Hobelspäne brauchen wir auch. Hobelspäne können wir übrigens auch kaufen. Das habt ihr auch geschrieben, das ist natürlich richtig. Das könnt ihr auch kaufen. Das müsst ihr natürlich nicht ganz normal nur beim Shop kaufen, sondern ihr könnt das auch beim Sägewerk holen. Ich traue mich jetzt einfach mal was. So ein paar frische Eier hier reinzupacken. Ich nehme mal 4 Stück mit, damit das wieder umgeht. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer laufen. Ah, wir kriegen auch 5 mit, oder? Oh Gott, Rührei. Ja, komm, die kriegen wir alle mit, Leute. Ich verstehe den Geiz nicht. So, drauf da. So, frische Eier haben wir auch noch. Dann machen wir das Ganze mal fest. Jetzt sollten wir auf jeden Fall langsam hier rauslaufen. Der Eier-Express, ne? Ach, herrlich. Da ist noch eine Kante. Aber ich hoffe, wir kippen jetzt nicht wieder um, ey. Ihr lüncht mich, wenn das passiert. So, das sieht schon mal gut aus. Den Stall lassen wir mal auf. Und jetzt laufen wir mal hier rüber. Man darf halt keine hektischen Bewegungen machen. Oh, Bertha, mach mal Platz da. So, das läuft. Eier sind ja auch nicht so schwer. Deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall besser. Wir können uns das auch mal hier angucken. Sieht halt auch gut aus. Aber ich finde diese Animation immer noch am schönsten. Ne, auch die Laufanimation. Viele fragen auch immer noch bei den akkubetriebenen Geräten, zum Beispiel wie bei dem Futtermischer oder bei dem Milchshuttle, ob man da jetzt unbedingt das Alpine-DLC braucht. Nein, braucht ihr nicht, Leute. Ne, das ist, hat PharmaAndi so eingebaut. Ihr braucht da kein DLC für. Das geht auch so. So, wir haben schon wieder Nachmittag hier. Ich habe natürlich ein bisschen vorgespult, um jetzt auch einen Ferkel zu haben, was man auch zum Metzger bringen kann, ne, dass er das verarbeitet. So. Nur Eier mit den Eiern, das scheint zu klappen, ne? Schauen wir uns gleich mal an hier. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Kühlhaus gefällt mir auch besonders gut. Wenn man zumacht, kühlt es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Habe ich mir sagen lassen. So, kleiner Tipp vom Profi. So, ich finde das auch cool, dass hier so ein Durchgang ist, wie man es halt auch kennt, ne? Ihr könnt hier oben auch den Lüfter anmachen. Warte mal, ich zeige euch das mal. Dann dreht er sich, glaube ich, da oben sogar, ne? Oder? Guck mal. Dann habt ihr hier die Kühlung aktiv. Hat keinen Nutzen, ist halt nur optischer Effekt. Aber ich finde es halt cool. So könnt ihr das Kühlhaus nämlich einschalten. Ich mach's mal aus, weil es halt ziemlich laut ist. Die Käserei nebenan ist ja schon relativ laut. Aber das finde ich auch ein schönes Detail, dass das auch da mit quasi mit dabei ist, ne? Das ist echt eine coole Sache. Und dieses Kühlhaus hier ist wirklich, wirklich cool. Und bringt halt neue Features mit rein, ne? So, machen wir mal ein Screen hier fürs LP. Die Eier, wo kommen die hin? Ich glaube, die kommen hier zwischen, ne? Eier? Ne, hier vorne.
So. Die kommen hier rein. Guck mal, die werden dann hier reingepackt. Und so haben wir dann unser Lager hier drin. Das Fahrzeug können wir ja hier drin lassen. Ich finde das auf jeden Fall nicht verkehrt. Ihr könnt ja mal eure Meinung hier dazu reinschreiben. Ich gucke jetzt nochmal fix. Macht ihr mal die Lüftung an hier. Jetzt macht ihr übrigens mit der linken Maustaste. Schließe das Ganze hier mal. Und guck mal kurz zur Metzgerei, ob wir da schon Spanferkel haben. Wenn nicht, werden wir das beim nächsten Mal dann rausnehmen. Und dann auch verarbeiten. Das macht halt auch keinen Lärm. So. Ach, guck mal, wir haben sogar schon Spanferkel hier. Wie viel Prozent haben wir denn da? 16%. Das dauert noch ein bisschen, ne? Ich würde einfach mal abwarten, bis zum nächsten Mal, bis das Ganze hier fertig ist. Ich würde auch noch ein paar Ferkel hier reinpacken, damit wir dann vielleicht mal 100% vom Spanferkel haben. So sieht das aus. Das Ganze könnt ihr natürlich dann auch verkaufen, das Spanferkel, ne? Wird so angezeigt, ich zeige euch das. Oder ins Lager packen, um es zu kühlen. Da haben wir es, ne? Ihr könnt es einmal verkaufen. Das wird immer Litern gerechnet hier. Zu den Familien. Ihr könnt es auch zu den, zum Dorfladen, zum Gasthaus, zum Hofladen, je nachdem. So könnt ihr das verkaufen. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich mache jetzt doch jetzt nochmal hier bei den Hühnern sauber. Weil das habe ich beim Ende nämlich nicht gemacht. Da habe ich ein bisschen geflunkert. Und das mache ich jetzt auch. Und ja, bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.